monatliche Ausgaben. Oh, miese, nur miese. Viel Geld ausgegeben. So, hier hatte ich 500, also, die müsste jetzt demnächst enden hier. Weil hier hatten wir die zwei Zuführer eingestellt. Also, jetzt ist das der zweite Monat. Müsste dann eigentlich diesen Monat dann beendet werden. Sehr schön. Oh Gott, gerade mal 1000 an Getränken verkauft. Pro Monat etwa. Ladenverkäufe 720. Das sind so Souvenirs und sowas. Was Unterhalt, was bezahlen wir das halt an Unterhalt? 500, knapp 600. Mitarbeitergehälter 3000 Euro. Oh Gott, das wäre. Teure Herrschaften, ja. So, Anlagen, allgemeiner Aufbau. Gut. So. Ach, die Spendenkästchen wollte ich ja mal umbenennen, teilweise. Genau. Weil 1, 2, 3, wer weiß schon, was wo ist. Schreiben wir hier nämlich immer dann. Tiere, Tiernamen hin. Fennec. Hier ist der Fennec drin. Hier, na gut, hier ist zur Zeit der Dodo drin. Aber schreiben wir schon mal. Na gut, so viele Hyänen haben wir ja nun mal nicht. Kann ich nicht. Hier kommen die Hyänen rein. Ah! Nein. Kein Geldautomaten, warum nicht? Geldautomaten, auch noch Geldautomaten. Wo stellen wir hier einen noch hin? Ah, er ist fertig, wunderbar. Oh, schön, jetzt krieg ich erstmal einen Walhai. Jetzt knallt's im Laden. Stellen wir das Ding mal. Ja, stellen wir das mal hier hin. So, da ist er. So, da können wir den. Kann ich das fast mit Fischen wieder verkaufen? Oh, das kommt auch weg. Wo ist die Seerobbe? Wo ist die Robbe? Hä? Hallo? Seelöwe? Wo versteckst du die? Wo versteckst du dich? Also manchmal... Ich bin aber nur am Suchen hier. Hallo? Ach da! Da bist du ja. Und tschüss. So, jetzt müssen wir den ganzen Kram erstmal hier weg. Weg, 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 weg. Da! Ja, nette Konstruktion hier in dem Gehege. Ich habe es mal einfach mal gemacht. Hatte ich früher mal in anderen Zoos auch gemacht. Gibt vielleicht eine etwas weitere Aussicht. Vor allem, wenn die Besucher den großen Tieren dann auch mal ins Gesicht sehen. So, du kommst aus dem vom Meeresboden und fressen Trousseau. Plankton. So, nehmen wir einen großen Behälter. Ich hoffe, nachfüllen. So. Und raus mit dir. Das ist ein Mädchen, ja genau. Also es passiert öfter auch dann, dass ich dann mal nicht allzu ferner Zeit dann auf einmal das eine Zuchtanfrage bekomme. Also sprich, dass ich dann eben ein Tier zur Zucht bekomme. Was dann meistens auch klappt. Das heißt, da hat man mal eben so kostenlos eine schöne Walhai-Familie. Natürlich auch dementsprechend. Ah, nein, nicht doch. Dementsprechend viel Platz braucht. Aber das nimmt man hin. So, Walhai ist glücklich. Sehr schön. So, Spendenkästchen 3. Na gut, okay, das machen wir mal. Da schreibe ich mal allgemein 1 hin. Weil ja hier sozusagen eigentlich kein festes Tier drin ist, sondern hier kommt ja alles Mögliche rein. Allgemein 2 und oh, ach so, hier ist ja auch schon 1. Hier kommt dann hin, was kommt denn hier hin? Da kommt der Karakana hin. Schreibe ich den mit C. Ja. So, passt. Karakal, so, das sind die Jaguare. Jaguare. Und gegenüber. Kommt, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch sehen. Obwohl, das ist das Mittelgehege, da soll ja der Wildhund hin. Wildhund. Also beim Wildhund, da könnten wir auch ganz nette Szenen erleben, weil ich dort, wie gesagt, auch an den Wurfgrößen rumgespielt habe, jetzt auch bei den Hundsartigen. Und da habe ich in meinem Buche gelesen, dass die
bis zu 10 Junge kriegen. Also da stand dann bloß 10, aber weil wir von bis habe ich gesagt, okay, die kriegen 5 bis 10 Junge, also das könnte dann schon ganz lustig werden. Wenn dann mal die Hündin wirft, dann haben wir auf einmal ein Gehege voller kleiner Wildhunde. Hoffentlich reicht das Gehege. Aber die Hundsartigen, die sind ja Beute für Begeisterung. Nee, ich habe weder das Geld noch was anderes, um das diese Bilder zu machen. Obwohl den Beutelwolf, den werden wir uns sowieso zulegen. Ich weiß, er ist jetzt kein Hund, aber wegen dem Namen kommt er hier mit rein. Beutelwolf eben, ne? Ah, die ersten Jaguare, wunderbar. Wunderbar, läuft er halt wieder am Schnürchen hier.